Wir haben Sommerferien und ich glaube, ganz viele Menschen finden das ganz toll, inklusive mir, obwohl ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr in die Schule gehe. Ich habe dieses Jahr ein 0,8 Abi gemacht und möchte euch hier auf meinem Kanal ganz viele Tipps geben und euch ganz viel helfen, damit ihr auch mit euren Leistungen in der Schule zufrieden seid und vor allem auch eine gute Zeit in der Schule oder später im Studium habt. Heute geht es mal um die Sommerferien, weil mich einige Fragen immer erreichen von Leuten, die sich nicht sicher sind, ob sie in den Ferien lernen sollen. Und dieses Lernen in den Ferien war auch eine Sache, die mich lange begleitet hat, wo ich mir nicht ganz sicher war, weil ich bin auch eine Person, wie wahrscheinlich viele von euch, die sich ein bisschen schlecht fühlen, wenn sie vielleicht mal gar nichts machen. Und ich habe das Video hier in mehrere Teile untergliedert. Erstmal rede ich generell so ein bisschen darüber, dann gebe ich einige Tipps, was man machen kann in bestimmten Situationen und so weiter. In der Infobox sind wie immer die ganzen Timestamps, damit ihr gucken könnt. Ich würde euch aber empfehlen, das ganze Video einfach mal komplett anzugucken, weil dann habt ihr auch wirklich alles und verpasst nichts. Vergesst auch nicht, den Kanal hier zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Ich lade hier ganz, ganz viel hoch zum Thema Lernen, Schule, Produktivität und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall und ist auch kostenlos. Und jetzt reden wir heute erstmal ein bisschen über Sommerferien oder generell über Ferien. Also machen wir erstmal einen kleinen Real Talk. Wie gerade schon erwähnt, bin ich auch eine Person, die sich oft an Leistungen misst oder gemessen hat. Und es für mich auch schwierig war, meine lange Zeit nichts zu machen und mich dabei okay zu fühlen. Und das ist aber ganz wichtig und das habe ich in meiner Schulzeit auf jeden Fall gelernt. Wie gesagt, ich hatte jetzt ein sehr, sehr gutes Abi und ich habe in den Ferien aber wirklich auch immer Pause gemacht. Also ich habe immer mindestens, auch in den Herbstferien, die teilweise nur eine Woche gingen oder so, habe ich auch immer ein paar Tage mal nichts gemacht. Weil dieses Regenerieren ist total wichtig, um dann wieder Power zu haben für das nächste Schuljahr. Und ich würde auch immer präferieren, eine Zeit lang nichts zu machen, um neue Energie zu tanken, als sich für Prüfungen schon vorzubereiten. Weil ich finde es immer wichtiger, mit einer guten Energie und guten Konzentration, guten Fokus ins neue Schuljahr reinzugehen, als nur so 50% zu laufen, aber dann vielleicht mehr Wissen im Kopf zu haben, was man dann aber nicht mehr so gut abrufen kann, wisst ihr? Also Pause machen ist ziemlich wichtig, essentiell eigentlich. Nutzt die Zeit, ihr habt Ferien, ich meine gerade 6 Wochen, die könnt ihr echt gut nutzen. Macht was mit Freunden, gerade wenn ihr jetzt noch kurz vor der Oberstufe seid, nutzt die Zeit noch schön, nutzt auch schön den Sommer. Und dann denkt an Schule, vielleicht die letzte Woche oder vielleicht die letzten 2 Wochen in den Sommer. Ferien, aber nicht wirklich länger. Um jetzt herauszufinden, ob du und was du lernen solltest, benutze ich immer 2 Faktoren. Zweimal den Status Quo. Also ich habe mich immer erst gefragt, wie bin ich jetzt? Wie sind meine Lernleistungen? Und das zweite sind die Zukunftsperspektiven und mögliche Herausforderungen. Da habe ich mir überlegt, was steht an in Zukunft im neuen Schuljahr, was muss ich können. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich jetzt im nächsten Jahr Abitur schreibe und die wichtigsten Prüfungen da wirklich habe, würde ich halt vielleicht ein bisschen mehr Energie reinstecken, als wenn ich weiß, okay, das ist jetzt irgendwie 7. Klasse oder so, bei der die Noten halt wirklich gar nicht zählen oder ich da keine wichtigen Prüfungen habe oder so, das entspannt ist, dann würde ich halt wirklich mich einfach nur entspannen. Wenn du aber zum Beispiel weißt, du hast eine wichtige Matheprüfung oder du hast, weiß ich nicht, was gibt es noch, MSA, MLF oder so. Also es gab ja ganz viele verschiedene Prüfungen in meiner Schullaufbahn auf jeden Fall. Und wenn ich wusste, ich hatte da eine wichtige Prüfung und das ist sozusagen die 2. Komponente, Zukunftsperspektiven, und ich wusste auch, ja, mein Status Quo ist nicht so gut, ich bin jetzt noch nicht so gut, da mache ich mich nicht sicher, würde ich auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ich habe zum Beispiel einige Zeit lang Nachhilfe in Spanisch genommen, weil ich wusste, dass ich meine mündliche Prüfung in Abitur auf Spanisch haben werde. Und ich war nicht sonderlich schlecht in Spanisch, ich hatte auch in jedem Halbjahr eine 1 und so, also das war alles gut. Aber ich wusste, dass ich in dieser Prüfung auf jeden Fall mein Bestes geben möchte und wirklich abliefern möchte. Und ich wusste auch, dass wenn ich 6 Wochen lang nicht Spanisch spreche, ich es verlernen werde. Deswegen habe ich ein bisschen Nachhilfe genommen, ein bisschen mit Leuten geredet auf Spanisch, ein bisschen die Sprache angewendet, angewandt. Und habt ihr auch versucht, nicht einzurosten. Was ich auch immer empfehlen würde, ist gerade in Mathe die ganzen Grundlagen zu wiederholen. Bei mir war es auch ganz lange Thema, dass ich einfach nicht die Mathe-Grundlagen konnte. Also ich habe mein Mathe-Abi jetzt bestanden, aber ich hatte auch noch sehr lange Probleme mit so einzelnen Sachen wie Bruchrechnung, Prozentrechnung, einfache Geometrieaufgaben. Also die Basics waren nicht meine Sachen so. Ich konnte euch komplizierte Vektorenrechnungen vorrechnen, ich konnte euch eine Kurvendiskussion machen, aber so einfache Sachen, die waren nicht mehr in meinem Kopf drin. Und deswegen habe ich wirklich mal, ich weiß es noch, in den Sommerferien saß ich hier mal da und habe ein bisschen versucht, mir die Basics nochmal beizubringen, habe dann irgendwie so in den Sommerferien Äquivalenzumformungen die ganze Zeit gemacht und so, einfach um wieder ein bisschen reinzukommen in die Basics. Das sind zum Beispiel Sachen, für die man die Ferien halt sehr gut nutzen kann, wenn man dann nicht neuen Stoff hat, auf den man dann aufpassen muss, den man neu wiederholen lernen muss und so, weil man dann eben Zeit hat, die Dinge gut nachzubereiten. Aber auch da, das ist wieder kein Muss. Also mach das so, wie es für dich am besten passt. Ich habe jetzt auch nicht jedes Fach nachbereitet. Eigentlich habe ich nur Mathe nachbereitet, oder? Ich glaube nur Mathe. Aber jetzt können wir noch kurz zu anderen Dingen, die man machen kann, die nicht ganz so anstrengend sind, aber die auf jeden Fall so ein bisschen die Kompetenzen, ja,
beibehalten, ich sag mal so. Also, ich habe zum Beispiel immer sehr gerne gelesen. Ganz viel auch auf Englisch, damit ich halt die Sprache immer beibehalte. Also Englisch, Spanisch. Ich hatte damals meinen TikTok auf Spanisch umgestellt, habe spanische YouTuber geguckt und so, einfach um in der Sprache halt immer zu bleiben. Gelesen habe ich sehr gerne über Politik und über Geschichte. Ich weiß sogar noch, vor Q3, bei der ja das Thema Kalter Krieg in Geschichte war, habe ich mir noch so einen Roman gekauft über den Kalten Krieg und so, noch so ein Sachbuch und so, um einfach schon mich ein bisschen vorzubereiten auf das Thema. War aber jetzt auch nicht unbedingt mega wichtig. Das Ding war halt nur, dass meine Lehrerin ja wirklich sehr anspruchsvoll war. Ich rede so oft über Geschichte, aber es ist einfach so. Und ich da halt wirklich in Geschichte alles geben wollte. Deswegen habe ich mich da mal so ein bisschen vorbereitet. Ihr könnt auch alte Zusammenfassungen zum Beispiel durchlesen. Und wir kommen auch gleich zu der ganzen Organisation. Aber nochmal erstmal zu den Zusammenfassungen. Also falls ihr welche gemacht habt, könnt ihr die ja durchlesen in der letzten Woche, um euch wieder auf das Thema einzustellen. Weil da kann man auch immer sehr gut unter den Mitarbeitern punkten, wenn man auch die Themen weiß aus dem letzten Halbjahr oder aus dem letzten Jahr. Weil einige Lehrer ja immer so ein Quiz dann machen, so ein was erinnert euch noch Quiz oder so, oder euch dann fragen, was rankam letztes Jahr und was ihr davon noch wisst. Und wenn ihr da halt viel wisst, macht es schon mal einen guten Eindruck auf die Lehrer und wird auf jeden Fall eurer mündlichen Note auch helfen. Und nicht nur das, es würde euch auch generell helfen, ein bisschen weiterzukommen, weil in naturwissenschaftlichen Fächern fand ich es immer besser, wenn man auch die Basics weiß vom letzten Jahr, um halt darauf dann wieder aufzubauen, weil viele Themen bauen aufeinander auf, und wenn du halt die Grundlagen weißt und noch kennst, ist es halt wirklich viel besser. Ja, wenn du jetzt in die Oberstufe kommst, kann ich dir noch einen weiteren Tipp geben. Und zwar gibt es im Internet den Rahmenlehrplan für jedes Bundesland und für jedes Abiturfach, nein, Abiturjahrgang. Du musst einfach nur eingeben, Abitur, Rahmenlehrplan, dein Bundesland und dann dein Abiturjahr. Wichtig, wenn du jetzt in die Oberstufe kommst, dann gibst du nicht ein 23, weil du machst ja nicht 23 Abi, sondern jetzt 25, also dann Abitur Brandenburg 2025 zum Beispiel. Und dann hast du da eigentlich auch immer die Prüfungsschwerpunkte und eben die Themen, die rankommen. Also falls du Bock hast, dich da schon mal einzulesen, mach das. Habe ich auch nicht gemacht, muss man nicht machen. Falls du Bock hast, dann kannst du das schon mal machen, dich ein bisschen mit den Themen beschäftigen. Gerade auch, wenn du schon wissen willst, was du vielleicht im Abi später wählst, welche Fächer und so. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Ist es vielleicht ganz hilfreich, mal zu gucken, was da so ungefähr rankommt und was dir da liegt und was dir nicht so liegt und so. Aber das wird sich auf jeden Fall noch in der Oberstufe ebenfalls geben. Also wie gesagt, ich habe dieses Jahr ein sehr gutes Abi gemacht und hatte das alles auch nicht vorher vorbereitet. Also kein Stress. Und jetzt kommen wir noch zu der Organisation, weil das ist eine Sache, die finde ich wirklich ziemlich, ziemlich wichtig und die würde ich auch auf jeden Fall machen. Ist kein richtiges Lernen, aber es ist die Organisation. Also überlegt euch vorher wirklich, wollt ihr Hefte benutzen, wollt ihr einen Ordner benutzen, wollt ihr euch digital organisieren, wollt ihr, was weiß ich, ein Hausaufgabenheft haben, Kalender haben, wie regelt ihr euer Time-Management, was sind eure Hobbys nebenbei. Dazu könnte ich euch jetzt echt ganz, ganz viel sagen, aber ich habe dazu schon ganz viel gesagt in anderen Videos, die ich euch auf jeden Fall auch hier verlinken werde. Und ich will die Zeit auf jeden Fall nutzen, um meine Sachen auszusortieren, ein bisschen Sachen wegzuschmeißen, die man nicht mehr braucht. Das hilft auf jeden Fall auch der Seele, ich sag's euch. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Erfolg im neuen Schuljahr. Vergesst hier nicht, meinen Kanal zu abonnieren, weil ich echt viele Back-to-School-Videos hochlade und euch auch helfe, eben eure Schulzeit so angenehm und gut wie möglich zu machen. Also, vergesst nicht zu abonnieren und hoffentlich bis ganz bald wieder. Adios!